willkommen zur dritten Staffel von Spazieren. Was für ein Wahnsinn, wir sind in der dritten Staffel. Super wunderbar, wir alle freuen uns doch darüber. Ja, heute geht es zu zwei Stasis. Und ja, das Ganze wandern wir heute mit euch mit. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie im Endeffekt. Ein bisschen Verkehr hinter uns, aber das ist eigentlich ganz wurscht. Wir blamieren uns nicht hier. Und wir machen jetzt ein kleines Rucksack-Unboxing und zeigen, was in unserem Rucksack ist. Mit dabei natürlich zu dieser wunderbaren Staffel Lea. Hi, hi. Also. Hashtag what's in our backpack. Hashtag what's in our backpack. Okay. Kannst du näher kommen. Super. Das sind unsere Backpacks. Dramatische Kamera-Zoom. Du wen jetzt? Auf unsere Rucksäcke. Ach so. Komm, ich weiß, dass du zoomen kannst. Super, richtig stolz. Funktion? Oder soll ich denn? Ja, aber jedes Mal ein Item rausziehen und dann so Short Story erweitern. Ja, mit dem wollte ich immer das Kartoffeln nur da raus. Wer fängt an? Okay, also. Natürlich, ein Erste-Hilfe-Set. Wenn was passiert, ist es dabei. Ja, kommen wir natürlich damit. Safety first. Active O2, darf nicht fehlen. Darf man einmal in grün und einmal in rot. Taschenlampen, weil ein bisschen blöd. Ganz finster wieder da. Blöd. Safety first, denke ich mal. Kamera zur Fotografie. Winterjocken. Powerbank. Powerbank. Ein Regenschirm. Ein Ladekabel. Drei Bananen. Eine Kappe. Sonst Insektenspray, den ich nicht brauchen werde. Noch einmal, ich denke mal Safety First. Das war's eigentlich schon mit meinem Rucksack. Und im Notfall habe ich noch. Ups, der zieht sich auseinander. Und im Notfall habe ich auch noch, falls der Gimbal jetzt gerade ein bisschen streiken sollte, Kamerastick. Und Kamera. Gut. Ich würde mal sagen, wir sind gut vorbereitet. Matthias. Kannst du zufälligerweise auch noch das da? Passt das in deinem Rucksack davor? Erst falls die Gimbal streikt. Sonst nicht. Wir können das auch mit dem Gimbal. Ja, aber die muss kurz umschnitten. Ja. Ich muss gleich mal rein. Hier. Wo ist die zweite? Erst. Oh. Da ist er. Ja, gut, viel. Ja! Kannst du mir den dramatischen Zoom rausmachen? Ich sehe schon draußen. Wir gehen jetzt los und ich hoffe, euch gefällt es genauso wie uns, denn uns gefällt es hoffentlich auch. Yeah. Na dann, wir gehen jetzt einmal los. Danke für die wunderbare Kameraführung, für diesen wunderschönen Stylchen. Dankeschön und tschüss. Und das Ganze waren gerade schon 5 Minuten. Ich bin so stolz. Ach, ich liebe es, wenn ein Gimbal tut, was er tun sollte. Nicht das, was er tun sollte. Jetzt die Sache ist, wenn du mit dem Ding nach oben gehst, geht das Ding nach unten. Das ist so umgekehrte Steuerung. Und umgekehrte Steuerung triggert mich. Und jetzt filmt er sich irgendwie selber. Okay, ich weiß nicht, warum er sich selber filmt. Ah, jetzt nicht mehr. Na gut. Ich bin höchst motiviert. Ebenfalls. Ich bin auch höchst motiviert. Wir haben ausnahmsweise mal gute Kameraführung. Es wackelt nicht, während ich gehe, und das macht mich so froh. So richtig. Ich habe sogar eine Wasserwaage da drauf. Wow. Ich kann es auch so. Können wir gleich ein Kreislauf.
Wie ich gestern. Ja. Nein, ich habe gestern Kassel aufgestellt. Wie kann die es nicht wissen? Also für jeden. Außer du, Lea. Du weißt es tatsächlich. Ja. Awkward silence. Ja. Ja. Definitiv. Hogwarts Silence. Wir gehen hier mit einem sehr vollgepackten Rucksack, was ihr eh schon gerade eben gesehen habt, durch die Gegend. Bisschen wandern, ein bisschen cringe hier, weil Autofahrer vorbeifahren. Und ich glaube, Autofahrer sind gerade... Was ist mit diesem Smart passiert? Wartet. Ich versuche schnell dramatisch einen Zoom ranzubringen. Schau, ich kann zoomen mit dem Ding. Wow. Der ist ein bisschen hinnig. Achtung, ja, Auto. Der ist ein bisschen hinnig. Na ja, wenn man das schafft. Mit der schon Kissen laufen. Smart sind sowieso Autos, die ich nicht verstehe. Zahlst gefühlt 150.000 Euro. Ich darf auch jetzt ein halbes Jahr wieder rauskommen, oder? Es ist so praktisch, diese Kameraführung. Ich hoffe, beides geht nicht schnell leer. Mein Handy und der Gimbal. Ich meine, mein Handy hat gerade 78%. Im Notfall der Gimbal hat einen Ladestecker, dass ich mein Handy laden kann. Und umgekehrt genau dasselbe. Und Powerbanks haben wir beide ja dabei. Also wird schon hoffentlich nichts passieren. 3 Stunden Mannheim stehen jetzt vor uns. Diese Freude. Sie ist uns wahrhaftig ins Gesicht geschrieben. Ja, definitiv. Und ich mag diesen Autoverkehr so schön. Alles Dinge, die ich jetzt zensieren darf. Beziehungsweise nicht ich, ich habe jetzt nämlich einen Cutter. Natur. So schön, schaut's. Natur. Doch, nicht mehr. Ja. Ich bin Instagram immer benutzt, Hashtag verlassen gehen lassen. Du benutzt sie noch immer? Ja. Verlassen gelassen. Ja, Hashtag verlassen gelassen. Nutzt den auch auf Instagram, um ein Schneckenhaus zu gewinnen. Oder ich sag dazu nur, oh Alter, alte Person, ich muss den Boden filmen. Oder ich sag dazu nur, wer von euch Anna Benninger heißt, der kann diesen Stift gewinnen. Natürlich gibt es ja passend, für euch gab es das schon, passend vor dieser Staffel schon einen Zusammenschnitt der alten Staffel, ich muss jetzt ganz kurz leise sein. Was so weird aus. Das geht. So. Natürlich gibt es auch passend zu Beginn der dritten Staffel auch eine Rückblende zu der letzten Staffel. Was bisher geschah? Das mich gerade auf eine Idee gebracht. Ja, und der neue Match kommt jetzt auch bald. Hoffentlich demnächst. Aber ja, muss man halt noch schauen. So, der Gimbal muss mir ganz kurz nehmen. Ja, ich verbrauche eigentlich ganz schnell Akku. Aber ist ja wurscht. Das ist mir wurscht. Powerbank habe ich hier mit. Deine Powerbank. Ist doch immer eine Legenden-Powerbank. Hier drive ein paar Motorradfahrer. Miau. Miau. Ja, Autofahrer sind nicht mehr interessant. Also Lea, wie fandest du bis jetzt so die Sommerferien? So, dass wir ein bisschen Smalltalk reinbringen. Tja, es muss sein, dass wir fand ich die Sommerferien sehr entspannend und erholsam. Ja. Mhm. Und hast du noch Pläne für die letzten 2 Wochen? Ja. Aber jetzt keine konkreten Pläne, sondern eigentlich nur mit Matthias hier ein bisschen Abenteuer erleben. Sonst. Hashtag verlassen gelassen. Ja.
Ja, sonst eigentlich. Nee, die Tür. Irgendwas. Cool. Klingt sehr interessant. Es freut mich. Es ist unfassbar, wir sind jetzt schon bei 10 Minuten Aufnahme. Normalerweise würden wir jetzt noch bis zum Lost Place Grabenhof kommen. Also ich weiß nicht, wer das geplant hat. Sicher nicht ich. Spoiler alert, ich war's. Ihr Feuerwehr, Ausfahrt frei halten. Wir blockieren sie aber gerade. Wir sind halt Gangster, ne? Ja. It's been the most of life spinning in Gangsta's Paradise. Oh, ein Typ wollte sehen. Nein. Bitte nicht. Ja. Leute, merkt euch, weiße Bands sind nie ein gutes Zeichen. Ja. Und merkt euch eine Sache, bitte zieht eure Hose hoch. Keiner will euch am Aura-Tickel sehen. Und auch nicht eure Unterhose, auch wenn es von Calvin Klein ist. Es ist okay. Selbst wenn die Unterhose von Gucci ist, will ich sie nicht sehen. Gucci. 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 Ey, mich hat jetzt jemand angeschrieben. Bei meiner Mailadresse. Wegen einer potenziellen Partnerschaft. Und hat mich angeschrieben, auf Englisch alles miteinander, aber ich übersetze es euch jetzt. Hallo Matzes Vlog. Hier ist das Team von Guzzi. Also G-U-C-I. Na. Da fehlt sogar ein C. Hier ist das Team von Guzzi. Wir wollten nach einer Partnerschaft fragen, weil unser Guzzi noch eine Partner sucht. Guzzi ist fast wie Gucci. Nur, unsere Sachen werden aus feinster Baumwolle aus Ghana, genau stand da, aus Ghana genommen. Somit sind wir viel ökofreundlicher, ökopositiv. Ja, zurück habe ich geschrieben, ich habe den Text kopiert und habe den genauso wieder zurückgeschrieben. Das mache ich random. Wir schreiben jetzt auf Insta voll viele an. Mich stört das eigentlich. Schreibt es mir bitte per meiner Mailadresse. Genau, wirklich jetzt. Ich habe dafür eigenes Personal. Aber nicht für mein Instagram. Instagram mache ich noch immer selber. Also Leute, bitte. Also. Wenn Sie mit mir schreiben wollt, schreibt bitte E-Mail. Weil und richtet sie einen schönen Grüße. Ist für seinen Freizeitbedarf, damit wir nicht mit seiner Business konfrontiert werden. Genau. Business. Da will er halt auch mal ein bisschen vom Alltag abschalten. Genau, ein bisschen mal runterkommen von den ganzen Anfragen, die ich bekomme. Na, ihr könnt es mir eh auch auf Instagram schreiben, aber erst Business Deals nehme ich ganz ehrlich nicht per Instagram an. Also ihr braucht euch nicht wundern, wenn er euch nicht zurückschreibt. Ich schreibe nur auf E-Mail zurück, wirklich. Teilweise okay, wenn es wirklich Zuschauer sind, die mir aktiv etwas schreiben, wie zum Beispiel Steven bei Facebook, dann antworte ich schon, aber Unternehmen auf Instagram antworten ist ein bisschen weird. Oder schreibt zumindest bei eurer Instagram-Nachricht eure E-Mail-Adresse dazu. Du das. Das wird jetzt hier gefilmt. Wenn das Ding das tun würde, was es soll. Wie viel Ocker hat es überhaupt noch? Oh, 66 nur noch das. Alles hatte vorher 86. Der verbraucht ein bisschen schnell Akku. Na, ansonsten muss ich ihn halt laden, während er gehen. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Der schaut, die schönen Bienen. Die schönen Bienen. Hier ist eine Biene. Hashtag Aufnahme. Hashtag Bienenfreier Wildlaufbahn. Stay alive. Ha, 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 ha. Stay alive. Stay alive.
Stay alive. Wir sind so komische Männchen. Wir sind so komische Männchen. Komische Männchen. Hashtag Insider. Ihr nicht versteht. Hashtag Inside Inside. Hashtag Inside. Ich bin noch von ihm zu kaufen. Ich bin doing really round. Na, danke. Honestly, everyone, coffee is free, just like me. Welcome to the internet. Wer schreibt mir random Hallo? Figi ohne Klepp. Gruppe, in die Gruppe wurde was rückgeschrieben. Aha, die habe ich verlassen. Ich hab's gesehen, ja. Du hast alle Klassengruppen verlassen. Ja, für was? Ich überleg's auch gerade. Ne, ich habe eigentlich nur noch mit dir Kontakt aus der Klasse. Ja, eben. Und ich will ja. Ich kann auch nicht. Ja. Weil, so, ist. Hashtag Overthinker. Was? Overthinker? Ja, so viel denkt. Gar nichts. Okay. Hashtag einfach verlassen gelassen. Ist ein bisschen weird, wenn man Nachrichten über Kopf bekomme. Jetzt zieht sie meine Hand. Lustig. Ich kann sogar so eure Kamera steuern. Aber das wäre ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, ihr seid kein Fußfetischisten. Wow, was geht jetzt ab? Also. Wartet. Eine Sekunde. Ich kalibriere euch neu. Hat super funktioniert. Verstoßen. Ja, so, was ist denn da los? Was tust du denn immer umstellen? Ich liebe es, wenn Dinge so funktionieren, wie sie nicht sollten. Oh, jetzt funktioniert's. So, wir gehen jetzt mit euch bis nach vorne zu Brücken und dann ist die Folge schon wieder um. Das sind auch schon wieder fast 20 Minuten. Wie gesagt, Hashtag verlassen gelassen. Hier, verlassen gelassen. Aha. Aha. Ja, ja. Warte, eine Sekunde. Oh, okay. Ist eigentlich ganz gut. Ich sehe nämlich Akkuanzeige auch auf den Ding. Unten von den Gimbal und so. 71% hat er noch. Na, schon langsam wieder Seitenstecher. Ha, weniger atmen. Ja, da feuchten. Ja, wirklich. Wir gehen eigentlich schon walk back off. Wirklich nicht. So war auch anstrengend genug. Stimmt, aber es hat keiner mitbekommen. Nur wir alleine, Lea. Alleine, irgendwo in mir fahren. Verlassen gelassen. No. Vielleicht mache ich davon jetzt auch ein Merch. Hashtag verlassen gelassen. Unbedingt. Kann ich organisieren. Erst mir juckt's. Bin in einer Brennnesselleine gehauen. Er soll uns gleich mitnehmen, der Pickup. Sü, Kennzeichen zum Verpixeln. Das ist so lächerlich, wie anstrengend das jetzt schon ist. Deswegen drehen wir das ja alles nicht an einen Tag. Wow, Blümchen. Heute haben wir da nicht dieses Plakat, Zettel gefunden von einem Hund, der vermisst wird. Ja, da vorne bei der Bank. Aber okay. Eine Sekunde. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Genau 20 Minuten. Schön. Hihi.
Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Spazieren Staffel 3 gefallen und jetzt fängt der richtige Spaß erst an. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt kommt natürlich mein Werbespruch und dafür filme ich mich jetzt selber. Dramatische Umdrehung. Dramatische Umdrehung. Ich weiß nicht mal, ob. Kannst du ganz kurz schauen, ob ich mich überhaupt selber filme? Ja, deine Haare filmst. Stimmt, ich muss wieder runter mit dem Ding. Ja, passt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch wirklich, wirklich gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach die Glocke. Es ist so schwer, es ist kostenlos. Kostenlos! Und es macht mir einen schönen Tag. Also macht's mir einen schönen Tag und abonniert's. So einfach. Und vergesst ja nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Schulstart. Und damit würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn das Ding jetzt wieder umdreht. Oh, falsch. Warte, kannst du es gleich machen? Dramatische Umdrehung. Verdammt, falsche Richtung. Oh, jetzt. Ein bisschen unscharf ist gerade. Und tschüss.